there's connection between everything. Connection with the dancers, connection with the musicians, connection with the singers. And we learned a lot of things from them. For example, we learned how we play with the dancers. It's really important thing for us. We talked about our lives with them. We talked about our music styles with them. We shared a lot of things in there with them. Ich wirke mit, weil es jedes Mal einzigartig ist. Es macht so einen Wahnsinnsspaß und vor allem ist es wichtig, weil dieser direkte Austausch einfach unersetzbar ist. Und wie viel man in kurzer Zeit schon bewirken kann, gerade bei den jungen Menschen, finde ich, ist einfach beeindruckend und es ist jedes Mal sehr berührend. Und deshalb liebe ich es immer, Teil an solchen Projekten zu sein. Musikalisch ist das Niveau des türkischen Orchesters wirklich sehr hoch. Und unter den Teilnehmern, jetzt an sich jetzt, sei es jetzt Tänzern oder Vokalisten, klar, da gab es halt niveautechnische Unterschiede, klar. Aber trotz allem haben die sich so gut untereinander arrangiert, dass man im Endeffekt diese technischen Unterschiede nicht wirklich merkt. Weil auch jetzt hier die Show so konzipiert ist, dass jeder irgendwie glänzen kann und das zum Besten geben kann, was er wirklich kann, er oder sie kann. Und das ist halt echt das Tolle. Normally in Istanbul, we are working with the kids only the classic music. With this project was so interesting for us because now we are playing another music with the dancer. It was the first us. We can see a very big development for the mentality, for the life, for all with the kids. It's so beautiful to see. All together we made something, we put something on middle, and we have a lot of experiences because of that right now. And I feel very happy because that people is very friendship, and we don't feel like we are in Germany right now, we are like in Istanbul. So that project is very nice to be all together. Zufälligerweise hat es extrem gut harmoniert, weil niemand reden musste. Also die Musiker haben die Musik gespielt und wir haben sofort getanzt. Und schon gab es eine Konversation zwischen uns Deutschen und den Türken. Und das war sehr schön zu beobachten, weil wir uns alle ohne Worte verstanden haben. Einfach nur durch die Kunst. Also sie haben ihre Kunst ausgedrückt, wir haben unsere Kunst ausgedrückt und zusammen sind wir so sozusagen verschmolzen. We are connect right now about our cultures because we don't know what is the breakdance in Turkey, for example. I never dancing with the break dance songs, and they, of course, I am sure they don't know anything about the 9/8 rhythm. Everything, what can we share? We think like this. Ich habe selber gemerkt, dass ich durch das, was ich sehe, extrem wachse. Und es war irgendwie wie Futter für die Seele. Ich habe mich die ganze Woche einfach satt gefühlt. Wir Menschen, wir errichten uns selbst Grenzen. Da, wo es eigentlich keine Grenzen geben sollte. Und das ist halt das Problem. Wir können über die Grenzen hinausschauen und zusammenarbeiten und connecten, wie jetzt in den letzten 4-5 Tagen. Das ist alles möglich. Wir müssen es nur wollen. Und wir müssen auch daran glauben, dass das funktioniert.